Guck mal, jetzt dreht sie sich weg. Jetzt ist sie weit am Weinen. Wie geht sich jetzt die Pulsadern aufschlitzen? Zu Recht. Tschüss, Mutenroschi. Bester Mann. Ich habe auch Mutenroschi als Kind schon gefeiert ohne Ende. Weil ihr euch so ähnlich seid. Ja, ja. Jeder gute Anime braucht einen Perversen, der nur dem Frau nachspannt. Das ist wohl so. Dragon Ball hatte Mutenroschi. Mhm. One Piece hat Sanji. Oh ja. Naruto hat Kakashi und Jiraiya. Oh, Beste. Wobei Jiraiya noch der Beste von denen ist, ey. Ich mache Recherchen. Ja, am Arsch machst du Recherchen. So, dann gehen wir mal hier hin. Kümmern uns um die Team Rockets. War ich traurig, als der gestorben ist. Ja, boah, das war ein krasser Fight, ne? Ich fand den Tod von Jiraiya sogar, wenn ich ehrlich bin, noch fast ein bisschen trauriger als den von Ace. Ja. Der war dramatischer. Weil bei Ace hast du es kommen sehen irgendwie. Ja, der hat sich dann... Das war immer, aber du hast es kommen sehen. Bei Jiraiya hast du damit überhaupt nicht gerechnet. Nee, nee, absolut nicht. Bei Ace konntest du sehen, in dem Moment, wo Akainu gesagt hat, ja, Whitebeard, der Feigling oder sowas, da war Ace schon. Jetzt legt er... Oh, ja, jetzt dreht er sich um, jetzt legt er sich mit ihm an. Das endet nicht gut. Ja. Und bei Jiraiya, da wusste er überhaupt nicht. Ja, der geht da hin, in diese Stadt des Regens, guckt sich da um und auf einmal muss er gegen die Pain-Typen antreten und dann, boah. Das war auch so ein geiler Gegner einfach nur. Ja, Pain war echt krass. Du erst nur einen gesehen hast und auf einmal hast du da 6 Stück vor dir, ey. Mhm. Und wie sich dann im Nachhinein noch herausstellt, dass er ja eigentlich nur eine Randfigur ist. Ja. Ja. Das amazing. Das ist echt, also ich bin ja wirklich kein riesiger Naruto-Fan, ne? Aber da muss ich die Story echt loben. That was a plot twist. No one saw that coming. Ja. Hut ab dafür. Ja, boah, da hab ich den. Das war auch der Moment, da hab ich. Ich hab den Anime davor noch nie so sehr genossen. Das stimmt. Der war vorher auch nicht so interessant für mich. Ich hab ihn wohl teilweise gesehen, aber. Jetzt, wo es mit Akatsuki losging, da. Wow. Man muss auch sagen, dieser Trend in Animes, dass Zeitsprünge geschehen, der wird ja auch immer öfter angewendet. Mhm. Bei Dragon Ball damit ja, glaube ich, sogar den Vorreiter gegeben hat. Ja, ja, bei Dragon Ball das erste Mal. Weil da waren diese Zeitsprünge ja wirklich kontinuierlich. Da ist ja wirklich, sind ja wirklich teilweise immer Jahre zwischendurch vergangen. Genau. Ja, wenn du die Großen dazu zählst, Naruto und One Piece, da ist das natürlich auch passiert, ne? Ja, bei Naruto waren es auch 2 Jahre, von 12 auf 14. Oder von 13 auf 15, ich weiß es nicht mehr genau, also im Alter. Ja, und bei One Piece waren es ja dann auch 2 Jahre, wo sie sich da Training gegeben haben. Mhm. Ach, es ist schön, es ist schön. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass der Verfasser von One Piece stirbt, bevor die Serie zu Ende ist. Ich hoffe, ich habe ja immer noch inständig gesagt, dass der im Geheimen die Geschichte schon fertig hat und dass irgendwo in seinem Safe so ein Skript liegen hat. Oh, das hat mir, glaube ich, ich dachte, du hättest mir das erzählt, aber das hat mir die Tage jemand erzählt. Es gibt schon ein fertiges Ende für One Piece. Oh, nee, das habe ich dir bestimmt nicht erzählt. Das war in Japan bei einer Stiftung. Da war ein Junge, der war riesiger One Piece-Fan, so ein 8-jähriger Junge. Ah, okay. Und der hatte irgendwie, ich glaube, Leukämie oder so. Oder irgendeiner Form von Krebs. Mhm. Und das war richtig kacke. Ja. Der wollte halt unbedingt wissen, wie die Story ausgeht. Aber der hätte niemals im Leben das Ende von One Piece erlebt. Und das hat der Oda dann mitbekommen durch die Nachrichten. Mhm. Und der Oda hat das Ende schon, die ganze Story, wie die weitergeht und wie die enden wird, hat er schon festgehalten, hat er sich schon alles ausgedacht. Ja. Hat er den Jungen im Krankenhaus besucht und hat ihm die ganze Story erzählt. Boah, geil. Boah, hab ich genossen. Aber der Junge musste natürlich versprechen, dass das niemand mehr sieht. Ja, klar, das ist logisch. Und als ich das gehört habe, oh, das war oh, schön, bisschen in den Augen. Ja, das find war ich echt, schön. Das ist echt toll, ja. Wirklich großartig. Genauso wie dieser kleine Junge, der so krank war, der einen Tag lang Batman sein durfte. In Los Angeles, glaube ich, war das. ist ja riesiger Batman-Fan. Dann durfte er den ganzen Tag mit so einem Batman-Schauspieler in einem Batmobil durch die Gegend fahren und gegen den Riddler und den Pinguin kämpfen. Ja, okay. Jetzt so, für so einen 8-Jährigen sind, glaube ich, Scarecrow, Joker und Two-Face nicht so gut geil. Nee, da ist Riddler und Pinguin wohl besser. Nee, aber war auch sehr schön. Ach, ich mag solche Sachen. Wenn er wirklich so einfach nur geholfen wird, die ganze Stadt hat ja mitgemacht. Ja, das ist natürlich total toll. Oh, dann durfte eine Frau retten, sich noch einen Heldenkuss abholen. Schön. Ich hasse diese Rutschplatten. Ich hasse sie so abgrundtief, ey. Aber du weißt, welche du nehmen musst. Ja, natürlich, aber ich schaff's trotzdem. Schön ist das nicht.
ich weiß, dass ich jetzt einmal immer schaffe, genau bei der Stelle. Dann nehme ich immer die verkehrte. Aber hier ist auch kein Trainer mehr. Da vorne ist nur ein Supertrank. Dann kann ich Gott sei Dank hier langlaufen. Und ich vergesse auch immer, ich gehe auch immer erst diese Platten und vergesse dann, dass ich diesen komischen Item von dem einen Rocket noch gar nicht geholt habe. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. 48. Oh, du bist gleich auf Level 50. Ich denke mal, nach dem Kampf mit Giovanni bist du soweit. Ja, mal gucken. Ich bin mir nicht sicher. Es kommen nur noch... Mit dem hier sind es noch 5 Trainer. Rechtsradikal. Oh Gott. Ah! Überleitung. Toll. Tolle Überleitung. Von Kinder mit letzten Wünschen auf Rechtsradikal. Super. Rechtsradikal. Jedes Mal, wenn ich dieses Scheiß... Rechtsradikal. Oh Gott. Radikal sehe, muss ich an dieses Bild denken, an dieses Meme aus dem Internet. Das Radikal mit dem Bart, ey, das sieht auch so krass geil aus. Sieht aber mega. Entschuldigung, das haben die echt, also das sieht wirklich gut aus. Ich weiß nicht, Radikal ist auch irgendwie so der BWLer unter dem Pokémon, der kann auch nix. Oh, wobei, genau. Radikal, Hyperzahn, okay. Superzahn. Ich hatte ihn ja, glaube ich, in meinem Worst Team of All Time, hatte ich ihn ja auch drin. So, wo ist U3? Ich frage mich jedes Mal, wenn ich hier ankomme, wo ist U3? Wird noch gebaut. Das ist so ein Quatsch, ne? Ich verstehe das nicht. Warum macht man das nicht? Erklär mir das bitte einer, hier in den Kommentaren. Wo ist U3? Das kann dir keiner erklären. Doch, der Entwickler. Antworte! Nee, den hat Nintendo schon längst in der Wüste von Nevada verscharrt, damit er Stillschweigen darüber behält. Warum es kein U3 gibt. U3 ist bestimmt, so soll ich, ha, Theorie. U3 ist bestimmt der Punkt, wo Giovanni Mewtwo zu diesem Zeitpunkt lagert. Oh mein Gott. Beweis mir das Gegenteil. So. Ja, super. Ja, das ist so. Natürlich, deswegen ist U3 gesperrt, weil da wirklich Mewtwo gelagert wird. Nee, eigentlich nicht. Wahrscheinlich werden da die Preise von der... Spielhalle aufbewahrt oder irgendwas anderes. Oder die Macher haben einfach einen Fehler gemacht. Gibt es doch zu. Ja, genau, die haben sich verschrieben. Da sollte eigentlich U3 stehen, aber jetzt haben sie auch U4 hingeschrieben. Konnte nicht zählen. 1, 2, 4. Ja, passt. Alles gut. Das Budget war auf, deswegen konnten die das nicht mehr ändern. Ja. Jetzt habe ich da U3, U4 hingeschrieben. Wir haben kein Budget mehr. Wir können das nicht mehr verbessern. Nein, egal. Ich liebe es ja auch, wenn Animes mit einem Standbild enden. Dann denke ich mir immer, da war bestimmt das Animierbudget auf. Ich konnte die Bilder nicht mehr bewegen. Giovanni, mein Freund. 25, Alter. Du bist nicht überpowered. Oh, Steinwurf hätte gefährlich werden können. Bitte, was? Mit was hast du denn jetzt angegriffen? Schaufler. Das One-Hit. Deswegen, Alter, das irritiert mich total, dein Glurak bleibt oben. Ja, das ist total bescheuert. Ich finde ja, Kangama sieht so geil aus in der ersten Generation. Nimm mich in den Arm, Süßer. Das sieht dann in den Nachfolgenden eher traurig aus. Pokémon Gelb sieht das schon kacke aus. Wir sind oben. So, Ryo hat gesagt, wir sind auf Level 50 nach Giovanni. Guckt euch an, wie er gelogen hat. Ich habe vermutet. Du hast gelogen. Mann. Lügner. Du Betrüger. Du bist so leid. Das sollte es auch. Keiner liebt mich. Das ist wohl so. Guck mal, Erika hast du jetzt auch schon geschlatzt. Geschlatzt. Genatzt, wollte ich sagen. Ah, jetzt kann ich mir jetzt... Ach, ich kümmere mich mal hier oben um die Kampfarena. Oh ja, schön. Die habe ich auch immer genossen. Welches Pokémon hat man immer genommen? Kikli. Richtig, weil niemand einen Nocturne haben will. Nocturne ist scheiße. Der Nocturne ist der BWLer. Nocturne kann nix richtig. Wobei, eine Sache muss ich ihm ja zugestehen. Nocturnes Screen sieht von hinten besser aus als von Kikli. Nee. Das finde ich nicht. Der sieht beschissener aus. Von hinten? Nein, die Screen von vorne. Wenn du die quasi selber hast. Wenn die im Kampf stehen. Ja, da finde ich Nocturne doch beschissener. Ja, bei Kikli siehst du doch nur so ein rundes Ding. Ja. Ist halt so bei Kikli. Was ist denn bei Nocturne? Ja, der siehst halt so ein Typ mit Boxhandschuh.
Dann nehmen wir gleich mal Nocturne. Nein! Mach das nicht! Lass den einfach liegen, du musst ihn gar nicht mitnehmen. Das stimmt. Obwohl, die können Stärke. Siehste. Guckt ja. Da mitgerechnet hat er. Ah, der hört, der hört. Wobei ich den Screen, wenn du Kiki als Gegner hast, auch besser finde als den von Nocturne. Ja, auf jeden Fall. Nocturne sieht so affig aus. So, hey, ich box, ich komm her. Ja. Bei Kiki denkst du dir einfach nur so, oh Gott, der tritt mir gleich voll in die Fresse. Das ist total cool. Da sieht auch in Gelb, sieht er echt viel besser aus. Warte nochmal kurz. Wie war das nochmal? Die heißen doch im Englischen Hitmonlee und Hitmonchan. Genau. Ja. Kiki und Nocturne. Die sind ja inspiriert nach den Vorbildern Bruce Lee, der war ja für seine Tritte bekannt. Mhm. Und Chan, Jackie Chan? Wahrscheinlich Jackie Chan, ne? Denke ich ja, auch mal. Schlägen. Ja, find ich nice, solche Anspielungen. Ja, die finde ich toll. So, Schwarzgurt. Yeah, Kikli. Oh, saugeil. Kikli! Ich mochte auch Kiklis Gelaber immer so geil bei Pokémon. Kikli! Nocturne! War auch dämlich. Ich bin unwürdig. Such dir ein Pokémon aus. Was nehmen wir denn? Oh, nimm Kikli. Der kickt die Steine weg. Natürlich nehmen wir Kikli. Alles andere wäre rassistisch. Zeitverschwendung rassistisch. Und wie? Es wäre einfach rassistisch. Wo ist das Rassismus? Wo ist das Rassismus? So, jetzt gehen wir ab. Den Lavandia-Turm holen uns die Pokémon-Flöte. Dann flöten wir ein. Ich hole meine Pokéflöte raus. Yeah. Ja komm, du gibst mir auch immer so Steilvorlagen. Ja. Tschüss Kikli. Bis zum nächsten Jahr. Ha, Level 30. Erbärmlich. Noob. Learn to play, ey. Was los mit dir? Do you even lift, bro? Bisher haben wir, soweit ich das in Erinnerung habe, alles mitgenommen, was geht. Parallel weg. Ich überlege gerade, ja, alles was da ist. Ich überlege gerade, du hast das Evoli geholt, du hast das Kampf-Pokémon, du hast das Casino gemacht, Erika ist weg. TM10 kann weg. Was war TM10 nochmal? Klingensturm, irgendwie so ein Quatsch, keine Ahnung, Supertrankion kann weg. Oh, hast du viel Geld. Hypertrank kann weg. Leg doch nochmal den Liftöffner, den brauchst du auch. Ja, was ist TM18? Konter, weg. Ja. Oh, Sonderbonbons, nein, die bleiben dabei. Ich wollte gerade sagen, die machen wir nicht weg. Ja, und bring doch mal solche Items wie den Lüftöffner zum Beispiel auf den PC. Wenn du nachher geile Items findest, ist dein Platz nicht so schnell ausgelegt. Finde ich denn geile Items hier? Weißt du, was ich auch mir schon mal überlegt habe? Wenn wir schon wieder mal bei solchen genialen Pokémon-Theorien sind. Ach, Nintendo Scheiße. Behauptet ja bis heute, dass Missing No ein Fehler war. Ja. Ich persönlich glaube, das ist gar kein Fehler gewesen. Das war berechnet und geplant. Mhm, warum? Überleg mal, wann du Missing No kriegst. Ach, da oben ist die erste. Du kriegst Chance. Missing No erst, wenn du Surfer hast und auf der Zinnobre-Insel warst und wenn du die Safari-Zone hast. Also relativ spät im Spiel. Ja. Wenn man schon einige Grundkenntnisse über das Spiel gesammelt hat. Durch Missing No kannst du alle Items vervielfältigen und sparst dir halt den Zeitaufwand, Pokémon viel trainieren zu müssen, damit sie Level 100 sind. Mhm. Pokémon war damals ja eins der ersten Spiele, die auf so einem Handheld-Gerät so einen PvP-Modus hatten, Player versus Player. Ja. Damit Leute, die mehr Zeit hatten zum Zocken, keinen unfairen Vorteil hatten gegen Leute, die weniger Zeit zum Zocken haben, weil ihre Pokémon dann viel höhere Level haben, hat man einfach Missing No als Option eingebaut, diesen Trainingseffekt so abzukürzen. So dass die Leute quasi immer einen gleichwertigen Stärkewert haben konnten. Und es gab auch nie einen unfairen Vorteil, dass einer mit trotz gleichem Level bessere Kampferfahrung hatte, weil irgendwelche Leute sich direkt am Anfang die Pokémon so hochcheaten konnten. Das konntest du ja wirklich erst relativ spät gegen Ende des Spiels, sodass du Grunderfahrung im Kämpfen wenigstens sammeln musstest. Mhm. So haben sie das Balancing zwischen der Stärke der Spieler immer gleich aufrechterhalten. Okay. Klingt verdammt logisch. Und ich meine, das hat Nintendo mit Absicht gemacht, damit die Leute das Spiel auch zocken, damit nicht irgendwelchen Leuten, die halt weniger Zeit haben, nachher Spaß ins Spiel flöten geht. Ja. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Und du das wolltest als kleines Kind, und da kann mir keiner sagen, er wollte es nicht, du wolltest als kleines Kind dieses Missing No sehen. Oh ja, das auch. Das hat es neugierig gemacht, das hat es besonders gemacht irgendwie. Dieser in Anführungsstrichen Fehler, der hat die Verkaufszahlen dann auch hochgetrieben.
Das wird auch so eine Sache gewesen sein. Ach, es gibt ja auch so viele Creepypastas zu Pokémon, das ist ja der Wahnsinn. Kapi Plus? Bitteschön. Oh, Kapi Plus ist gut. Leute, erstmal ein Pokémon auftauchen hier. Ah, Nebulak. Weißt du, wie Nebulak eigentlich noch aussieht in der ersten Generation? Als wäre der Animator sich gedacht hat, ich hab keinen Bock, das zu erledigen. Ach, jetzt hab ich Body Slam gemacht hier. Ach, scheiße. Ohne Paint, ich nehme eine Spraydose. Ich mit Schaufler machen. Ja. Das ist ein Pixelmonster, du. Das sieht in Gelb auch so geil aus, ne? Ich muss sagen, Gengar ist noch bis heute eins meiner liebsten Pokémon. Oh, yes. Es hatte auch damals auch Geowatz und so, aber die haben auch, glaube ich, so oder Machomai oder hier halt Simsala, weil die haben halt diesen Ultra-Bonus, dass du da sehr schwer rangekommen bist, wenn du niemanden zum Tauschen hattest. Da hast du ihn nicht gekriegt, das stimmt. Ich habe auch irgendwo noch eine ROM, also eine Kassette von Pokémon Blau liegen, auf der ich glaube, ich habe ziemlich genau 140 Pokémon. Ich habe nicht alle bekommen.